So, hallo, da bin ich wieder. Ich habe die Woche ganz schön viel an meinem Headtracker weitergearbeitet und in der Zwischenzeit ist das also weit fortgeschritten, also weiter fortgeschritten. Ich habe noch ein paar Bugs, deswegen habe ich hier nicht den Tracker, an dem ich gerade arbeite, sondern immer noch den ich letztes Mal auch schon benutzt habe. Also ich habe praktisch die gesamte Software neu geschrieben. Da sind aber noch irgendwo Fehler an der Mathematik. Also ich habe alles neu geschrieben, bis auf die Mathematik, die habe ich irgendwie übernommen. Es gab irgendwie zwei Quellen, die ich nehmen konnte für Headtracker. Das eine war von Fululu selbst. Das ist das, was man jetzt hier sieht. Allerdings habe ich das stark angepasst. Ich habe, wenn man das mal genau nimmt, Moment, ich zeige das mal. Ich habe den jetzt auf volle 16-Bit. Das heißt, man kann hier die Werte sehen von einem Tracker und wie genau ich wirklich die positionieren kann. Und also wirklich auf das Bit genau. Also das ist unglaublich fein. Und ich will mal kurz erklären, warum ich überhaupt diese Art von Tracker baue, statt das zu machen, was alle machen, so ungefähr sich einfach ein Tracky Air kaufen für 160 Euro und das war's dann. Also die Sache ist die, ein Tracky Air hat massive Nachteile. Erstmal irgendwie ist das eine Webcam, die eine Aufzeichnung ungefähr so wie das Bild, das ihr jetzt von mir hier unten seht. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man da den Kopf bewegt, das sind immer nur ein paar Pixel, die man sich hin und her bewegt. Das ist von der Auflösung nicht vergleichbar mit dem, was ich hier habe. Und es ist außerdem irgendwie, man hat irgendwas auf dem Kopf, was einen behindert oder sowas. Das ist jetzt in diesem Fall hat man natürlich auch was auf dem Kopf, aber es ist irgendwie auf dem Kopfhörer. Ich merke das überhaupt nicht. Es gibt nichts, was da irgendwie negativ ist. Theoretisch kann ich irgendwie alles machen mit dem Gyrosystem, was so ein Tracky Air kann, nur besser. Also ich habe jetzt also volle 16-Bit-Auflösung, was normalerweise, also ein Joystick hat, wenn er gut ist, 11-Bit-Auflösung, also 2048, normalerweise 10-Bit-Auflösung, 1024, also 1024 Werte. Der Cytec, den ich hier hatte, hatte teilweise nur 8-Bit, also praktisch 256 Werte. Und irgendwo in dem Bereich zwischen 8-Bit und 11-Bit bewegt sich eigentlich alles, was man will, also was wir an Hardware haben. Der Teensy ist normalerweise auch nur auf 10-Bit-Auflösung. Ich habe dafür die gesamten Libraries ersetzt gegen neue Libraries, teilweise umgeschrieben. Deswegen gebe ich auch den Source nicht unbedingt raus, weil es keinen Sinn hat, den rauszugeben. Da braucht man eine gesamte Infrastruktur für. Ich kann die ganze Infrastruktur rausgeben und das Open Sourcen. Stattdessen irgendwie versuche ich jetzt irgendwie lieber ein Produkt zu entwickeln, wo man am Schluss ein Hex-File hat, dass man sich einfach, also praktisch eine Firmware, die man sich aufspielen kann und das dann selbst benutzen. Wenn ich erzähle, fliege ich einfach mal irgendwie ein bisschen mit dem Flugzeug. Das ist ja irgendwie sicherlich nicht falsch. Und ich hatte den Bildschirm nicht aktiviert, jetzt ist er aktiviert. So, dann wollen wir mal sehen. Dann fliegen wir einfach mal los und gucken uns an, wie das aussieht. Ich habe noch ein paar Probleme mit dem Tracker, deswegen das ist noch alles in der Entwicklung. Diese Version hier ist basiert auf der IMU von Pololu, die ich stark modifiziert habe und neu gemacht und verbessert, debuggt oder sowas. Aber die hat ein paar Probleme, das kann ich euch auch zeigen. Wenn man nach oben guckt, tendiert das Ding dazu, zur Seite auszubrechen. Das ist zum Beispiel einer von den. Also, das kriegt man mit ein bisschen. Mit ein bisschen Gefühl bekommt man das hin, aber das ist zum Beispiel einer der Nachteile, die mich stören.
Außerdem ist das, wie sagt man im Englischen, clumsy, also es ist ein bisschen schwerfällig. Die Software ist nicht sehr schlank, und damit haben wir einen zwar nicht wesentlichen, aber einen ganz leichten Lag zwischen dem, was ich mit dem Kopf mache, und dem, was auf dem Bildschirm passiert. Das ist nur ein Bruchteil einer Sekunde, also das ist sehr, sehr wenig, aber ist wahrscheinlich so irgendwie. Tracky Air ist wahrscheinlich kaum schneller, aber dennoch, das stört mich, das ist nicht gut, und deswegen versuche ich eben halt das zu verbessern, und habe deswegen eine andere Software genommen, die ich hatte, die ich gefunden habe. Das habe ich allerdings, war irgendwie eine von den Softwaren, die auch so ein Tracker, ein anderes Projekt, das das auch versucht hat, was ich mache. Bloß der Code war größtenteils nicht zu gebrauchen. Es mangelt an Qualität, sagen wir es mal so. Und ich habe von diesem Code eigentlich alles ersetzt, bis auf die. Also ich habe da eine Woche dran gearbeitet, um versuchen, das zu debuggen, habe das letztendlich aufgegeben, das meiste neu geschrieben, bis auf die Mathematik. Und in der Mathematik ist immer noch der Wurm drin. Alles andere ist neu und alles andere läuft sehr, sehr gut. Wie gesagt, jetzt irgendwie mit vollen 16 Bit. Das ist schon wirklich sehr, sehr toll. Also wie ihr seht, von der letzten Demo, die ich gemacht habe, das konnte man sehen. Da hatte ich noch 10-Bit-Auflösung in der im Tracker. Das heißt, ich hatte die volle Auflösung von dem, was dieser IMU aufzeichnet, habe ich noch nicht auf das Spiel übertragen. Das hat sich jetzt geändert. Deswegen habe ich auch die Glättung, die Dämpfung des Bildschirms herabgesetzt. Und das ganze Ding läuft eigentlich jetzt schon sehr, sehr gut. Und selbst die Pololo IMU scheint das ganz gut zu verarbeiten. Die neue IMU, die ich schreibe, ist klassenbesser, aber sie läuft noch nicht. Ich kann sie nicht vorführen, weil die Werte nicht stabil sind. Er wandert aus. Und deswegen. Das hier erstmal als Zwischenstand. Jetzt wollen wir nochmal sehen. Ich sitze hier in einer I-15. Das ist tatsächlich eine Jagdmaschine aus dem Zweiten Weltkrieg der Russen. Und das ist die Russe, das ist von einem der russischen Aces, die Maschine. Und ich mag das ganz gern, mit dem Doppeldecker zu fliegen, weil man mit dem Doppeldecker eben volle Umsicht hat und es gut zeigen kann, wie dieser Tracker funktioniert. Ne? Das ist irgendwie eine schöne Demo dafür. So, aber das ist irgendwie schon, das ist eigentlich schon sehr, sehr gut irgendwie, was wir hier haben. Also wie man sieht, wenn ich ganz langsam meinen Kopf bewege, wie langsam also wie genau der folgt. Und ich wollte es auch noch mal zeigen, wie das denn ist, wenn ich reinzoome. Das ist auch sehr stabil, wie ihr seht. Also es zittert ein bisschen dadurch, dass ich das Flugmodell so jetzt schalte, dass ich gesagt habe, okay, gib mir mal ein bisschen das Fluggefühl. Das habe ich irgendwie eingeschaltet. Das heißt, er wackelt ein bisschen, weil das Flugzeug wackelt und all solche Sachen. Das heißt, ich habe das ein bisschen von der Simulation so geschaltet, dass das so im Stil ist, wie ich es gerne habe. Jetzt wollen wir mal kurz einen Landeanflug machen. Das ist einer von den wenigen Doppeldeckern, die tatsächlich ein Ausfahrfahrwerk haben. Das ist ein sehr cooles Ding. Hat einen extrem starken Motor, fliegt sich irgendwie traumhaft, diese Maschine. Ich fliege sie sehr gerne. Also, viele Leute mögen nicht so Doppeldecker fliegen, aber das ist einfach. Dieser Doppeldecker ist was Besonderes. Das ist schon ein ganz tolles Ding. So. Ich glaube, das war als Demo schon mal ganz gut. Die volle Auflösung mit den 16 Bit, das wollte ich irgendwie einfach mal vorführen.
und dass die Entwicklung eben weitergeht, dass das, ich hoffe, dass die Aufzeichnung jetzt geklappt hat, sonst muss ich das alles nochmal machen. Die Landung war eben so einer der besten, die ich